Mathilde legt ihren gefüllten Rucksack auf die Waage. Die Waage zeigt 10 Kilogramm an. Mathilde leert den Rucksack und legt ihn erneut auf die Waage. Sie bemerkt, dass der leere Rucksack 8 Kilogramm weniger wiegt als das Material, das drin war. Frage: Wie viel Kilo zeigt die Waage für den leeren Rucksack an? Nennen wir x das Gewicht vom Rucksack in Kilogramm ausgedrückt und Y das Gewicht des Inhalts in Kilogramm ausgedrückt. Durch diese Angabe wissen wir, dass x plus Y 10 ist und durch diese Angabe wissen wir, dass x gleich ist zu Y minus 8. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass Y x plus 8 ist. Und in dieser ersten Gleichung können wir y durch x plus 8 ersetzen. Somit erhalten wir diese Gleichung in x. X plus x, das macht 2x. Wir ziehen 8 beidseitig ab und so stoßen wir auf diese Gleichung. Und indem wir diese Gleichung durch 2 teilen, finden wir, dass x 1 sein muss. Also ist B die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.